In diesem Video schauen wir uns die Zuordnung von Vertretern zu Lieferanten an. Dazu müssen natürlich Lieferanten angelegt sein, klar. Sie haben nun die Möglichkeit, im Lieferantenstamm direkt auf den Button hier unten zu klicken mit den drei Pünktchen und gelangen nun zu den Vertretern. Hier in dieser Vertretermaske können Sie einen neuen Vertreter anlegen und ich sage jetzt mal, der Nachname ist der Herr Müller und der Vorname ist Müller. Herr Müller, Müller. Okay. Natürlich geben Sie hier Ihre Daten ein, können Bemerkungsfelder eingeben und so weiter und so fort. E-Mail-Adressen eintragen, an der Stelle sei wiederum bemerkt. Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei Kunden oder Lieferanten oder sonst irgendwo. Der Stammdatensatz, also sprich der Vertreter, muss erst gespeichert sein. Erst dann können Sie beliebig viele E-Mail-Adressen einfügen. Und zwar sage ich ihm, du bist in Deutschland und wohnst bei uns in Schwandorf. Ach, auch schön, Wabi Profi 3 hatte diese automatische Postleitzahlensuche für Deutschland. Schöne Geschichte. Jetzt könnte sagen, ja super, aber Vertritt Lieferanten kann ich ja nichts auswählen. Richtig. Aber machen wir gleich. Und jetzt sagen wir jetzt die Frau Meier. Frau Meier, Meier. Okay. Speichern, ja. Und die Frau oder den Herrn Huber. Den Herrn Huber, Sepp. Okay. So, jetzt haben wir einfach mal drei Vertreter angelegt. Und jetzt gehen wir zurück in den Lieferantenstamm. Jetzt können wir hier den dementsprechenden Lieferanten anklicken, können auf Ändern gehen und können ihm jetzt einen Vertreter zuweisen, den wir nun in der Auswahlliste in der Combo-Box hier unten zur Verfügung haben. Dann können wir hergehen und sagen, der Schraubenlieferant, das ist der Huber Sepp. Ja. Und die Firma RN Collection, die vertritt die Müller-Müller-Schwandorf, egal. Und den Musterlieferant vertritt dann die Frau Meier-Meier. Okay, jetzt haben wir unsere Zuordnungen getätigt. Jetzt können Sie sagen, du kannst mir viel erzählen. Richtig. Unter Anwendungen können wir nun bei Vertreter den dementsprechenden Vertreter anklicken. Wir sehen hier, wir klicken den Vertreter Müller an. Wir sehen ja, dass er die Firma RM Collection vertritt. Okay, hier haben wir die Frau Meier-Meier. Die hat den Musterlieferanten 500. Und der Herr Huber Sepp hat den Schraubenlieferant und den Spielelieferant. Sie können natürlich sagen, pass mal auf, dieser Müller hat die RM Collection, da Zuordnung weg. Sie können an dieser Stelle im Vertreterstamm sagen, du gehörst nicht mehr zu dieser Firma, weil er gesagt hat, er hat vielleicht diese Handelsvertretung nicht mehr. So, und wenn wir jetzt hier bei RM Collection reingehen, ist hier unten unser Vertreter entfernt. Also so einfach ist das Verwenden von Vertretern. Auch hier gilt natürlich das gleiche Prinzip wie für Kunden-Lieferanten-Stamm von den Grundfunktionen her. Bitte immer vollständig eingeben, denn wenn es vollständig ist, können Sie sehr, sehr leicht auf die Daten zugreifen oder Daten abrufen. Oder auch den Kunden, also oder in dem Fall den Vertreter kontaktieren. Das heißt, ohne hinterlegte Telefonnummer wird es schwierig. Klar, und ohne Fax, hinterlegte Faxnummer, können Sie nicht die tolle Brieffunktion von Wabi Profi 3 nutzen und gegebenenfalls per Flitzfax dem Vertreter irgendeine Fax schicken. Also, Daten immer vollständig eingeben und dann ist wunderbar.